Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben in dieser Legislaturperiode als CDU-CSU-Fraktion viele große Themen unserer Zeit vorantreiben können. Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Mobilität der Zukunft. Und dabei haben wir viele Fragen beantwortet und werden auch in Zukunft viele Fragen beantworten, die sich viele Bürger in unserem Land stellen. Zum Beispiel, welche Verkehrsträger kommen in Zukunft eigentlich in der Mobilität in Großstädten und auch im ländlichen Raum zum Einsatz? Welche Antriebstechnologien brauchen wir, um die Klimaschutzziele zu erreichen? Das waren wichtige Fragen in dieser Legislaturperiode, und es werden auch in den nächsten Jahren sehr wichtige Fragen sein. Und wir haben als CDU/CSU dabei klare Antworten gegeben und viele Ideen hier in das Parlament gebracht und viele Konzepte vorgeschlagen, wie zum Beispiel massiv in die Schiene zu investieren, in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, weil wir der Auffassung sind, die Probleme gerade in den Ballungsräumen Deutschlands, in Berlin, in Hamburg, in München, die lösen wir durch mehr U- und S-Bahn, die lösen wir, wenn es ein sehr, sehr gutes, attraktives Angebot im öffentlichen Nahverkehr gibt, damit möglichst viele Menschen Anreize haben, das Auto stehen zu lassen und auf klimafreundliche Verkehrsmittel umzusteigen. Das Gleiche gilt für den Ausbau der Radinfrastruktur. Auch hier haben wir sehr viele gute Initiativen gestartet. Ich kann auch hier an dieser Stelle sagen, es gilt nicht nur für den Kollegen Gero Storjohann, der da immer sehr leidenschaftlich dabei ist, sondern auch für viele andere. Wir wollen als CDU/CSU auch in den nächsten Jahren weiter in die Radinfrastruktur investieren, damit es auch hier Anreize gibt, das Auto stehen zu lassen und aufs Rad umzusteigen. Aber im Gegensatz zum Beispiel zu den Grünen sagen wir nicht, das Auto hat in Zukunft keine Chance mehr. Wir wollen auch das Autofahren nicht verbieten, sondern wir sagen, liebe Kollegin Brandner, wir wollen, dass die Menschen auch in Zukunft das Auto nutzen können, und wir wollen das Auto auch CO2-neutral machen. Durch Investitionen in batteriegetriebene Elektromobilität, durch Investitionen in Wasserstoff, durch Investitionen in klimaneutrale Kraftstoffe wie E-Fuels. Und weil wir häufig darüber debattiert haben und das sicherlich auch im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen wird, auf welche Antriebstechnologie kommt es an, da kann ich hier für unsere Fraktion sagen, wir gehen da technologieoffen ran. Wir wollen, dass die Klimaschutzziele erreicht werden, aber auf welchem Wege das geschieht, das entscheiden Verbraucher und Unternehmen in einer sozialen Marktwirtschaft. Und daher werden wir auch in den nächsten Jahren als CDU-CSU-Fraktion auf soziale Marktwirtschaft setzen, auf Investitionen in klimaneutrale Technologien, auf Wissenschaft und Forschung. Und das wird der richtige Weg sein, um Nachhaltigkeit zu erlangen und die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Herzlichen Dank.